So, der dritte Punkt ist für die Händler unter euch interessant. Es wurde nämlich vor kurzem eine Mechanik zum Überangebot von Handelswaren eingefügt, was quasi gerade die Spieler bestraft hat, die wirklich eine Ware extrem stark handeln wollten. Und genau da will jetzt der Entwickler auch nochmal rein, damit einfach auch in Zukunft der Handel da besser vonstatten geht. Was hat das dann für eine Folge für euch? Natürlich ist auch da weniger Frust, weil einfach der Handel in Zukunft besser funktionieren wird. Wir haben alle schon mitbekommen, das ist alles noch ein bisschen clunky. Hier und da gibt es da Reibereien. Man fragt sich manchmal, was da los ist im Handel. Und da wird endlich noch mal ein bisschen mit angegriffen. Und ich denke, das wird sehr, sehr wichtig sein, gerade auch um die Langzeitmotivation bei größeren Städten, bei vielen Städten da oben zu halten, weil es ansonsten einfach nur anstrengend wird.